Im Kalifat England brennen die Straßen. Wo sind die? Auf deiner Seele! Es gibt Zugewanderte, die ganze Straßenzüge in Schutt und Asche gelegt haben, in Brand gesetzt haben. Die Polizei ist in Scharen davongerannt und geflohen und davon gibt es Videoaufnahmen. Herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es gibt in England und in Irland im Moment gewalttätige Auseinandersetzungen. In Irland, in Colock, geht es um ein neues Wohnheim für Zugezogene und die Einheimischen, die dagegen protestieren. Jetzt sind wir allerdings in Leeds, in England. Wir sind ungefähr in der Nähe von Manchester. Ungefähr die Hälfte zwischen London und Edinburgh, für die, die sich nicht so ganz auskennen auf der Insel. Es geht hier um Randale in noch nie dagewesenem Ausmaß. Und ich versuche seit 2 Tagen Videos zu finden, die YouTube mir hier zulässt auf dieser Plattform. Allerdings zeige ich euch heute nur Fotos der Situationen. Wenn ihr diese Videos sehen möchtet, müsst ihr bitte nach Telegram schauen oder auf X schauen. Dort werde ich das als ganzes Video unzensiert veröffentlichen können. Hier verzeiht es mir bitte nur die Bilder zur Veranschaulichung. Um was geht es im Einzelnen? Die britische Polizei bzw. das Jugendamt hat eine Inobhutnahme von Kindern durchgeführt. Bei einer Familie, die aus Rumänien zugewandert ist. Bei dieser Inobhutnahme hat sich das Kind augenscheinlich dagegen gewehrt. Diese Videoaufnahmen findet ihr auf X oder Telegram. Und die ganze Anwohnerschaft hatte sich schon versammelt. Es hatte sich quasi schon menschliche Gegenwehr aufgebaut. Doch die Polizei, sie hat ihre Arbeit gemacht. Sie hat den Jungen mitgenommen. Sie hat ihn in Obhut genommen, weil er bei der Familie nicht mehr sicher wäre. So die Behörden in Großbritannien. Das haben diese Anwohner dort zum Anlass genommen, um zu marodieren, um zu randalieren. Ich zeige euch jetzt der Reihe nach neben mir ein paar Fotos, was dann alles passiert ist. Es gibt Videoaufnahmen, wie einer der Anwohner dort mit einem Feuerzeug an einem Bus steht und kläglich versucht, diesen in Brand zu stecken. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Yo! What are you doing? Jesus! Jesus! Look at the guys! Jesus! What? No way! No way! That's fucking crazy, fam! That's fucking crazy, fam! That's fucking crazy! Look at the guys! What are you doing? What are you doing? Ein paar Videoaufnahmen weiter sehen wir einen Doppeldeckerbus in voller Ausdehnung in Brand. Viva la France! Viva la Guerre!
Ich vermute, es ist der gleiche Bus gewesen. Es gibt hier Polizeiautos, die am Anfang attackiert werden. Wenn ihr die Videos euch anschaut, sie werden attackiert von Minderjährigen, eindeutig Minderjährige. Und am Ende liegt das Feuerwehrauto, das Polizeiauto auf dem Kopf. Andere Autos werden einfach zurückgelassen. Es gibt Bilder, wie die Polizisten davonrennen. Sie rennen nicht zum Geschehen, sondern sie rennen weg in Sicherheit. Es ist der Wahnsinn. Und sie bringen hier nichts, absolut gar nichts in den Medien, ja? Dabei ist es ja nicht nur so, dass jetzt wie hier in Leeds die Anwohner hier völlig durchdrehen, wenn die Staatsgewalt kommt und sich durchsetzt. Und da müssen wir mal davon reden, dass das ja dann hauptsächlich Leute vom Balkan sind, noch nicht mal welche von weiter weg. Und die Situation, sie eskaliert völlig. In Colock in Irland, da ist es so, dort haben sie ein Wohnstätten gebaut für neu zugezogene. Und die Anwohner dort, die haben die Schnauze voll. Dort gibt es Straßenkämpfe schon seit mehreren Tagen. Inzwischen haben es Anwohner geschafft, diese Wohnstätte teilweise in Brand zu setzen. Währenddessen werden Neubewohner dieser Wohnstätte in Polizeiwagen getarnt, dort durchgeschleust, weil die Menge alles blockiert. Die Leute, sie wehren sich und die Politik, sie setzen es mit Gewalt durch. Das endet blutig in Irland, definitiv. Das wird Tote fordern, bin ich felsenfest davon überzeugt. Wenn die Regierung mit solcher Gewalt gegen den Willen des Volkes vorgeht, dann gibt es am Ende immer Blutvergießen. Die Geschichte die lehrt uns das. Es hat noch nie anders funktioniert. Wenn die Leute irgendwann mit ihren Worten am Ende sind, dann werden die Argumente eben mit den Fäusten ausgetragen. Und da, glaube ich, sind die Anwohner mit mehr Fäusten am längeren Hebel in Irland. Es ist völliger Wahnsinn. Es ist absolut völliger Wahnsinn, was sie dort betreiben, aber auch in Großbritannien. Und hier im nichts, nada, niente. Oder wenn sie offen auf der Straße ihren Glauben demonstrieren und die Machtdemonstration fordern, ob es in London ist, in Manchester, in Edinburgh, egal, das gibt's ja auch bei uns. Ich sage nur Kalifat in Hamburg, Kalifat in Hannover. Inzwischen haben wir ein Kalifat England, kann man so sagen. Und mit der neu gewählten Regierung sind sie völlig im Eimer. Die Regierung war keine 12 Stunden im Amt. Da ist im englischen Fernsehen ernsthaft ein Livestream gelaufen, wie das erste Boot mit Neubürgern über den Ärmelkanal gebracht wird. Weil die vorherige Regierung unter Rishi Sunak das die ganze Zeit unterbunden und verhindert hatte. So wahnsinnig sind sie in England inzwischen geworden. Und die Leute, sie werden sehen, was sie davon haben. Sie werden untergehen, komplett. Es brennen jetzt schon Straßenzüge und die Polizei zieht sich zurück und wartet, bis die Unruhen von alleine nachlassen. Währenddessen werden andere in dieser Stadt abgeführt unter Handschellen, weil sie die Polizei dafür kritisieren, dass sie ihre Arbeit nicht machen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, es ist nicht nur bei uns so, es ist in England genauso. Und ich bin gespannt auf die Bilder aus Frankreich, jetzt zu den Olympischen Spielen, bald geht es los. Es wird nicht besser sein. Denn sie haben diesen ganzen Kontinent ruiniert. Sie haben ihn wirklich ruiniert und sie versuchen es unter den Teppich zu kehren. Das macht es wahrlich viel schlimmer, als wenn sie es offen ansprechen würden und wie dann in Leeds zum Beispiel mit Sondereinsatzeinheiten dort für Ruhe sorgen. Nein, sie haben den halben Straßenzug einfach abbrennen lassen. Nicht mal die Feuerwehr haben sie geschickt. Ich will gar nicht wissen, was ist mit Anwohnern, die den Notruf gewählt hätten für einen medizinischen Notfall. Hätte man sich ja auch gesagt, da können Sie mit Ihrem Herzinfarkt noch warten, 8 Stunden, bis wir wieder kommen können. Völliger Wahnsinn, Kontrollverlust auf allen Ebenen und Sie lassen es sich einfach gefallen. Und hier, Sie schweigen es aus. Keine Bildzeitung, kein Axel Springer, kein Spiegel, keine ARD, kein ZDF. Ich habe nichts gefunden, absolut gar nichts. Dabei trendet es auf Twitter unter den Hashtags ganz oben. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere unbedingt X oder Telegram und sieh dir diese Bilder, diese unzensierten Gewaltszenen aus England an, die ich hier nicht zeigen kann. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.